Moin, herzlich willkommen zu einem weiteren News-Video zum LS25. Da haben wir wieder vier wunderbare Factsheets plus Infos zu grünem Bohnen und die Fahrzeugübersicht wurde endlich aktualisiert. Also wir haben heute reichlich Infos, die wir hier bearbeiten können. Ich hoffe mal, dass wir das in recht zeitlich kompakt zusammenbekommen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir die Factsheets schnell durchgehen, den grünen Bohnen und dann... Fahrzeugübersicht wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern heute, weil wahrscheinlich viele neue Maschinen. Ich habe es mir nicht angeguckt, nicht ansatzweise, wie viele Maschinen da jetzt gelistet sind. Aber sehen wir mal. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Factsheet. Da haben wir nämlich die Marke Klaas. Und zwar den Evion 450 und das Vario 620. Ja, diesen Drescher, der Evion 450, kostet 226.500 Euro in der Anschaffung. Ist recht in Ordnung eigentlich, ist so... Mittelklasse, so Mittelklasse, Einstiegsklasse ungefähr. Hat 258 PS. Ist recht gut. Variables Getriebe, also Automatik. 500 Liter an Sprit kann der tanken. Also kann ein paar Stunden fahren, würde ich behaupten. 40 km/h. Ist normal eigentlich. 8000 Liter Tankvolumen. Ist recht in Ordnung. Geht mehr, aber ist okay. Und wiegt 11,5 Tonnen. Beziehungsweise kann logischerweise alles, was man mit dem Drescher ernten kann, ernten. Also egal ob Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen, Mais, Reis, ist das Hafer, ne warte mal, Weizen, Gerste, Hafer, Raps? Was ist denn das Symbol nach Raps? Ich bin gerade verwirrt. Ach, hier ist er. Ja, hier ist er natürlich. Das ist so eine Frucht, die ist sehr, sehr selten nutzen, nur von daher. Ne gut, okay. Also so gut wie alles eigentlich. Der Drescher... Wenn jetzt verglichen mit dem 22er, wie immer, ist ein Glasdrescher. Ich würde schätzen, dass es ein recht neuerer ist. Evion, keine Ahnung, sagt mir auch nichts. Ich kenne mich mit Glas weniger aus. Wir haben ja im 22er nur den Trion und den Lexion. Lexion ist jetzt mal ganz anderes Kaliber. Aber der Evion ist noch kleiner als der Trion. Und von der Leistung her reiht er sich sogar vor den Deutz Topliner ein. Auch an sich mit eigentlich mit allem. Sag ich jetzt mal, preislich ist er halt nur 100.000 teurer. Gut, der Deutz ist halt auch ein, ich sag jetzt mal, ein Youngtimer, würde ich behaupten. Und der fährt halt nur 20 km/h. Aber ansonsten, Preis-Leistung, verglichen wir jetzt mit der Holland zum Beispiel, 265.000, 65. Der Holland hat nochmal über 100 PS mehr. Kann einiges mehr tanken, fährt nur 30. Kann nochmal 1300 Liter mehr tanken. Also Fassungsvolumen. Ja, kommt natürlich darauf an, was für Schneidwerke man wieder hat. Was die Arbeitsbreiten und so betrifft. Aber gucken wir, was noch für vergleichbare Traktoren, Drescher dazukommen. Das ist jetzt recht teurer, würde ich behaupten. Aber gut, apropos Schneidwerke, kommen wir jetzt zum Vario 620. Ist ein Schneidwerk, wer jetzt gedacht. Kostet 52.000. Also auch wieder ein guter Preis. Wiegt 2,2 Tonnen. Ich denke, ist mal normal. 6,2 Meter Arbeitsbreite haben wir hier für den Preis. Und einmal eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h. Jetzt nehmen wir mal die 6,2 Meter Arbeitsbreite im Vergleich. Nehmen wir mal wieder hier das, entweder das Russell Mash, gut 5 Meter, beziehungsweise das Deutz. Vergleichen wir das mal mit dem Deutz Schneidwerk, 6 Meter. Oder das Case, 7,5 Meter. Jetzt nehmen wir mal den Preis von 52.000 zu diesen 42.000. Aber was kriegt man hier für 52.000 für Schneidwerk? 9,2 Meter von Fendt. Oder ein Convoyo Flex für 63.000. Mit 10 Meter. Also jeweils Drescher und Schneidwerk sind Preis-Leistung, würde ich sagen, ziemlich schlecht dran. Also ich weiß nicht, was noch für Geräte dazukommen. Vielleicht sind alle Geräte teurer geworden. Aber jetzt im ersten Moment würde ich mir den Drescher nicht zulegen. Weil der Preis echt teuer ist. Verglichen zu den anderen Geräten, die wir jetzt in 22er haben. Muss man bedenken. Aber da kriege ich für denselben Preis, kriege ich nochmal 3-4 Meter Arbeitsbreite mehr. Oder zahle halt nochmal 20.000 weniger für dieselbe Arbeitsbreite. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das sehen wir dann, sobald es soweit ist. Jetzt kommen wir zu Dalbo. Ist eine gute Frage, ob die, ist die Marke neu? Das ist eine gute Frage, gell? Dalbo, nee, hatte man schon im 22er auch schon gehabt. Okay. Da haben wir den Powerchain 800. Das ist ein... Ist das eine Scheibenmenge? Disc müsste Scheibenmenge sein, glaube ich. Kostet 43.000.
ist, glaube ich, ziemlich normal für so Geräte. Sehen wir dann. Braucht 180 PS. Ist eigentlich in Ordnung, würde ich sagen. Kann 300 Liter tanken an Saatgut, okay. Wiegt 5,6 Tonnen. Arbeitsbreite von 8 Metern. Kann 18 km/h in der Arbeitsgeschwindigkeit fahren. Und kann, wie gesagt, Saatgut tanken, weil er es Gras- und Ölrädisch ansehen kann. Hat er mir schon Scheibenecken, die ansehen konnten? Oder bin ich doch mit Discaro falsch? Nee, eine Schnecke. Wenn ich mir das Bild so angucke, müsste so Scheibenecke irgendwas sein. Okay, also wenn es jetzt wirklich ein Scheibenecke ist, was ich jetzt vermute, dann ist es die erste Scheibenecke, die wir haben, die auch ansehen kann. Finde ich interessant, dass es sowas gibt überhaupt. Also ich behaupte jetzt mal, dass es eine Scheibenecke ist. Ich und Deutsch ist sehr gut, ich weiß. Aber gut, man geht jetzt davon aus, dass es Scheibenecke ist. So, da sind wir bei 43.000 Euro und 8 Meter Arbeitsbreite. Ja, ist eigentlich guter Preis. Die Kinze kostet 72.000, hat neu 8, auch 8 Meter. Und die Kükeling kostet 45.000 und hat gerade mal 6 Meter. Also wenn es jetzt eine Scheibenecke ist, wonach es auch aussieht, ist es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Plus, sie kann auch ansehen. Finde ich interessant. Ist eine gute Sache eigentlich. Gerade wenn man mal Gras ansehen will oder doch mal Ölrädisch nutzen möchte als Zwischending, ist das ein gutes Ding. Also freue ich mich drauf, dass Dalbo weitere Geräte mit reinbringt. Gut, dann kommen wir zum dritten Factsheet schon. Da haben wir was ganz Spezielles von Annaburger. Annaburger hatte man zwar im 22. auch schon dabei gehabt. Zwar nicht groß, aber es war dabei. Er hat einen Überlad, also diesen Überladewagen, Häckselwagen da. Geiles Gerät. Hoffen wir, dass es wieder dabei ist. Aber wenn man häckselt, dann ist das schon praktisch eigentlich. Kann man in den LKW überladen. Und so, aber anderes Thema. So, da haben wir von Annaburger den HTS 22B.79. Das ist ein Trailer. Und zwar für Wechselbrücken. Jetzt mal was ganz komplett Neues. Ich hoffe mal, dass da noch mehrere Sachen kommen, wie Güllefass, Miststeuer, was weiß ich, was alles noch dafür gibt. Ich denke mal, da wird es einiges geben, was auch hoffentlich ausnutzen werden, beziehungsweise Modder können das natürlich auch nutzen. Das ist eine erste Premiere, dass wir mal Wechselbrücken als Anhängersystem dabei haben. Wechselbrücken haben wir ja durch den Volvo bekommen. Obwohl ich bei überlegen muss, ob überhaupt großartig. Was gab es denn standardmäßig vom DLC aus? Gab es da überhaupt Wechselbrücken? Oder waren das alles nur Mods? Das ist eine gute Frage jetzt, gell? Aber zumindest hat man da die Möglichkeit gehabt, Wechselbrücken zu nehmen. Also, freue ich mich sehr drauf, dass es da jetzt sowas geben wird, standardmäßig. Und jetzt sind wir mal gespannt, was noch so für Aufleger dazu kommen. Zumindest kostet dieser Anhänger 38.000, braucht 180 PS und wiegt 4,8 Tonnen. Ich kann jetzt keine Vergleiche machen, weil ist was ganz Neues. Aber ich finde, für 40.000 eine Wechselbrücke, kommt darauf an, was die Aufleger noch kosten, aber so eigentlich ein ganz guter Preis, finde ich. Wenn man iTuber jetzt vergleicht, glaube ich, preislich ungefähr gleich. Und dazu haben wir den AB 22.17. Ist dann ein Trailer, also so für die Wechselbrücke, also halt ein Anhänger auf gut Deutsch. Getreidecontainer halt. Kostet 35.000. Kann 25 bis 36 Kubikmeter fassen, also wahrscheinlich konfigurierbar. Vielleicht ein Aufbau oben drauf. Wiegt 3,8 Tonnen und hat eine Arbeitsbreite von 24 Metern. Okay. Ich vermute mal, dass man das zu einer Miststeuer umbauen kann. Weil Arbeitsbreite von 24 Meter würde ich interpretieren, Miststeuer. Ist meistens so, dass man Auflieger, wenn man sie konfigurieren kann, dann zu Miststeuern. Ich glaube, das hatte man mit dem Fliegel hier, mit dem ASW, war das ja auch neu dabei. Dass man den das Miststeuer umbauen konnte. Auch 12 Meter Arbeitsbreite, gut, 24. Okay. Wenn man den Miststeuer umbauen kann, ist auch gut eigentlich. Wahrscheinlich hätte dann da, je nachdem, vielleicht anderes Ladevolumen, beziehungsweise kann man vielleicht noch aufbauen, noch drauf bauen. Ist halt eine gute Frage, weiß ich jetzt nicht. Aber kann eigentlich alles laden. Was halt ein normaler Anhänger laden kann.
preislich vergleichen brauche ich ihn auch nicht großartig eigentlich. Das kann jetzt, sagen wir mal, der kann 25 Kubikmeter. Das wird wahrscheinlich der Preis 35.000 unkonfiguriert sein. Ja, ist eigentlich ganz gutes Verhältnis. Keine Ahnung, was halt der Umbau noch kostet und du hast halt auf Flieger und bis Streuen einem. Was halt auch nicht schlecht ist. Also, wie gesagt, hofft man das Güllefässer oder was weiß ich, was alles noch dazu kommt. Vielleicht ein Ballenwagen auf Flieger. Wäre schon geil. Ist auf jeden Fall ein cooles System. Freue ich mich sehr darauf, dass Annaburger da wieder weiterhin vertreten ist. Und dann haben wir nur noch ein Factsheet. Ist wie immer ein großes Factsheet. Und zwar haben wir da von Oxbow den BP2140E. Ist das E jetzt für Elektro? Nee, okay. Hätte sein können, dass es für Elektro steht. Ist ein Ernter. Das dürfte der Ernter sein für die grünen Bohnen. Genau. Zu den grünen Bohnen kommen wir gleich noch. Dieses wunderbare Gerät kostet 498.500 Euro. Auf gut Deutsch eine 500.000. Ich weiß nicht, ob es noch weitere Erntegeräte gibt. Egal, ob jetzt bei grünen Bohnen. Doch, ein grüne Bohnen haben wir jetzt gehabt. Ja, Buschbohnen, grüne Bohnen. Oder bei Erbsen. Oder Spinat. Da haben wir jetzt überall diese großen Oxbow-Ernter. Ich hoffe mal, dass es kleinere Ernter für sowas gibt noch. Weil sonst ist das halt echt so eine Sache, wie weit sich das lohnt, diese Ernte. Ich sag's immer wieder, jede Woche gleich, ich weiß. Aber eine 500.000 für so eine Scheißmaschine zum Ernten. Gut, man kann es auch leasen, das ist ein anderes System wieder. Aber ja, das sieht man halt dann im Spiel, wie es dann halt aussieht, was gerade die neuen Feldfrüchte betrifft, wie die sich lohnen. Sieht man halt da, muss man auch mal testen, wenn man das Geld dafür hat. Sieht man da. Gut, diese Maschine hat 315 PS. Was ich jetzt finde für die Riesenmaschine eigentlich recht wenig, würde ich behaupten. Hat wie immer ein variables Getriebe, also Automatik. Kann 850 Liter an Diesel tanken. Also würde ich behaupten, kann ein paar Stunden fahren oder hat einen hohen Spritverbrauch. Weiß man auch nicht. Fährt 25 km/h auf der Straße. Gut, für so eine große Maschine ist das in Ordnung. Kann 15 Kubikmeter fassen. Was ist für so eine Maschine? Also ist schon gut, 15 Kubikmeter eigener Tank. Ist schon gut. Wiegt 19,5 Tonnen. Ist klar bei so einer Maschine. Arbeitsbreite von 3,3 Meter. Ist halt bei diesen ganzen, ich sag jetzt mal Wurzelfrüchten oder kleinen Früchten, wo du diese riesen Ernte brauchst, normal. Das hast du ja bei den anderen Dingern nicht anders. Arbeitsgeschwindigkeit beträgt 10 km/h. Ist eigentlich normal. Und kann, wie gesagt, grüne Bohnen ernten. Ja, ist wie gesagt ein riesengroßer, teurer Ernter. Wo du halt echt Geld brauchst oder du schießt halt Mieten, wie immer. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Oxbow-Ernter, gell? Diese riesen Dinger. Spinat, grüne Bohnen und, Erbsen. Pff. Wenn du das alles machen willst, dann brauchst du ein paar Millionen. Also ich sag mal so, wenn du einen Hof siehst mit 2 von diesen Erntern, meistens schon mal der Bauer hat wahrscheinlich Geld. Wenn der 1 Million für Ernte ausgibt allein, du musst es ja noch ansehen und alles, das ist ein anderes Thema. Gut, du brauchst, glaube ich, für die Sachen keine extra Maschinen, aber trotzdem. Die Maschine und Kram brauchst du ja auch trotzdem. Aber gut. Dann sind wir mit den Factsheets an sich durch. Und ich würde behaupten, wir kommen jetzt zu den grünen Bohnen, nachdem wir es eh schon angesprochen haben eben. Da hat man wieder einen Blogbeitrag gehabt die Woche. Das sind Buschbohnen oder grüne Bohnen, wie man sie halt nennen möchte. Man kann sie komplett essen. Von zur Schote bis zum Samen, alles komplett essbar. Ist aber für den Ernest scheißegal. Die grünen Bohnen kann man ansehen von April bis Juni, also Anfang des Jahres. Naja, sogar bis im Sommer eigentlich. April, Mai, Juni. 3 Monate Zeit zum Ansehen ist eigentlich ganz gut. Ernten kann man sie von August bis November. August, September, Oktober, November, das ist eigentlich genug Zeit. Sollte man hinkriegen zum Ernten. Zum Ansehen brauchen wir 280 Liter pro Hektar. Das ist eigentlich recht wenig, wenn ich so überlege. Zum Wachsen brauchen sie 4 Monate. Das hätte man jetzt ungefähr abschätzen können. Ungefährer Ertrag pro Hektar sind 13.950 Liter. Ist das, glaube ich, nicht die Welt. Ich müsste jetzt mal vergleichen mit irgendwelchen anderen Früchten, was jetzt Weizen, Gerste, Hafer betrifft. Aber pro Hektar gerade mal 14.000 Liter. Ein Hektar ist schon groß. Wahrscheinlich haben sie deswegen auch einen Preis von 2160, ich sag jetzt mal Dollar, Durchschnittspreis zum Verkaufen. Hört sich viel an.
War bei den Erbsen schon genauso, oder? Spinat. Nur kriege ich halt nicht viel Ertrag. Also, so schätze ich das jetzt mal ein. Vielleicht kriegst du auch einen riesen Ertrag, die Dinger lohnen sich komplett und du hast innerhalb von einem Jahr deine Erntemaschine wieder preislich drin. Glaube ich aber nicht. Also, im Gegensatz zu Kartoffeln und Zuckerrüben haben wir halt einen hohen Verkaufspreis. Dafür ist der Ertrag halt recht wenig. Und wobei ich den Ertrag eigentlich ungefähr gleich einschätzen würde wie bei den Kartoffeln. Aber wahrscheinlich haben Kartoffeln nur so noch weniger Ertrag. Oder ich bin komplett falsch mit allem und wie gesagt, die Dinger lohnen sich wie sonst was. Ist halt eine gute Frage. Da sind wir nochmal alle Wachstumsstadien abgeerntet und verdorrt. Und da haben wir den schon noch schön Oxpo-Ernte. Das war das, was wir eben hatten, das Gerät. Auch an sich so gesehen, die Screenshots. Da haben wir den T7, muss es glaube ich sein. Den wir von der Gamescom schon kennen. An sich, die Screenshots sehen auch alle ganz geil aus. Ist aber keine neuen weiteren Infos. Vor allem die Wolken finde ich halt geil, weil die schon nochmal ein Upgrade bekommen haben zum 22er. Würde ich schon behaupten. Gerade bei dem Bildchen, die Wolken da. Das ist das Erste, was mir halt extrem auffällt, vor allem. Auch wieder so ein Überladebunker. Ah, der Rudolf-Anhänger ist auch wieder dabei. Sehr schön, sehr schön. Da haben wir irgendwelche Zäune, Gitter. Gut, die Maschine ist an sich, wenn man so überlegt, nicht gerade groß, gell? Eigentlich. Aber ja, da haben wir noch weitere Bilder, wie das alles so aussieht. Sieht schon gut aus, die grünen Bohnen. Finde ich interessant. Schöne neue Frucht. Wie gesagt, muss man gucken, wie sie sich lohnen oder nicht. Dann haben wir noch einen Teaser für den nächsten Blogbeitrag und zwar einen Trip nach Asien. Also wir kriegen endlich mal Infos zur asiatischen Map. Wo ich auch sehr gespannt drauf bin. Ich habe noch keinen genauen Plan, auf welcher Map ich dann zocken werde oder wie oder was. Und vielleicht mit der Multiplayer starten werden auch. Muss man mal sehen dann. Also ich habe noch keine Ahnung genau, welche Map ich dann als Singleplayer starte. Und mal dann auf jeden Fall ein Jahr dann drauf zocken werden. Muss man mal sehen. So, und da ich jetzt hier gerade das 25-Sekunden-Video sehe zu Spinat, fällt mir ein, wir hatten noch ein 25-Sekunden-Video zu Büffeln. Man fährt zwar, glaube ich, nichts großartig Neues, aber wir gucken uns trotzdem an. Here's a cool new feature for Farming Simulator 25. They're valuable milk producers, high-performance lawnmowers, and overall smart and gentle creatures. Buffalo milk and mozzarella are in high demand, rich in fat, protein, and minerals. Taste, too. So think about joining the dairy industry with those mighty horned behemoths. And look at those baby buffaloes. Aren't they cute? Yes, they are. Gut. Man sieht nochmal ein paar gute Gameplay-Einblicke. Nochmal ein paar schöne Bilder eingeschätzt. Nichts Neues, würde ich behaupten. Ich bin jetzt auch kein großer Also ich tue das nicht groß analysieren hier. Aber an sich, Büffel kennen wir ja jetzt schon, hat man einen Blogbeitrag gehabt. Oder so ungefähr. Also mal ein bisschen mädelisch und Ding, was man alles rauskriegt oder halt Produktion dann weiter. Also eigentlich nichts Neues dazu, aber trotzdem nochmal schön, sie zu sehen als Tiere. In einem kurzen Video. Gut, jetzt haben wir die größten Infos alle durch. Jetzt kommen wir zu weiteren neuen News, die wir die letzten Male nicht hatten, weil die Maschinen noch nicht da waren. Wir gehen einmal komplett die Dinger halt nochmal einzeln durch. Beziehungsweise wir gehen heute mal die Übersicht durch komplett. Und ab nächster Woche gucken wir dann, wo neue Maschinen dabei sind. Dass wir dann sehen, wo noch Coming Soon steht und wo nicht. Da haben wir als erstes Abi. Kennen wir schon. Ist ein Transportfass, ein Wasserfass. Und das 1600, kennen wir vom 22er, ist das große Wasserfass, müsste es sein. Ja, wahrscheinlich kommt dann noch ein weiteres Wasserfass dazu. Das waren, glaube ich, die, wo erst Update dazu kam, gell? Stimmt, da war mal was. Gab ja damals ein paar Content-Updates, wo die dazugekommen sind, glaube ich. Also, altes bekanntes Fass. Sehr schön, dass es wieder dabei ist. Dann haben wir Akku, wobei letzte Woche oder vorletzte Woche die Factsheets hatten mit dem wunderschönen Traktor, die 8010 Series. Ist ein mittelgroßer Traktor. 40 km/h. Kennen wir, glaube ich, schon. Wissen wir ja schon. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, was ein Baujahr ist, aber ich schätze mal ein bisschen älter ein mittlerweile. Ich glaube, das war so Anfangszeit von Akku schätzungsweise. Also Youngtimer vermute ich jetzt mal. Die altbekannten Gewichte.
1100, 2300, 1500 und 650. Also die Gewichte, wo wir halt schon kennen. Dann haben wir Agrifact, die neue Marke, mit der Condor Endurance 2. Die Feldspritze, die große, kennen wir ja auch schon. Kommt aber noch mehr dazu. Schätzungsweise wahrscheinlich Anbaugeräte, also Anhänger oder so Spritzen für den Traktor wahrscheinlich. Freue ich mich auch sehr drauf. Dann haben wir Acromath, den PO55XL. Ist ein Pflug, 160 PS, 2,5 Meter. Ich schätze mal, dass es der Pflug ist aus dem 22er und wir bekommen noch mehr. Gut, dann haben wir Albut. Kennen wir alles. Was Neues dabei? Nee, gell? Schaufel, Fondlergeräte, alles halt. Also die Silageballengreifer, Poldergabel, Silagegabel, Radlader. Kennt man die schon? Ich glaube, die ist neu. Die Side Pro Dings. Die dürfte, glaube ich, neu sein. Okay, also Fondlader-Werkzeuge hat. Kennt man ja schon. Kommen aber auch keine weiteren neuen dazu. Okay. Dann haben wir Amazone, die Zenio 4000 Super und die Citan 15001C. Sind beide Sämaschinen. Einmal eine kleine Sämaschine mit 4 Meter und die große Sämaschine mit 15 Meter. Dürfte, glaube ich, eine Direktsaat sein. Kennen wir auch schon beide aus dem 22er. Und kommen noch mehr Geräte, wahrscheinlich Grubber oder Kram. Warte mal. Die Zenio ist ein Grubber, keine Sämaschine. Verlauter Amazone. Also wahrscheinlich noch weitere Grubber-Seemaschinen und so dazu. Dann haben wir Anderson. Sehr schön, dass die schon mal wieder dabei sind. Da haben wir den Bandschwader. Stimmt, den hat man auch im Factsheet gehabt. Da kommen dann wahrscheinlich noch weitere Geräte dazu, wie zum Beispiel die Ballenwickler. Die Wurstwickler, wie ich es immer nenne. Und die Hackschnitzelpresse müsste auch von denen sein. Das sind so wichtige Geräte, wo ich hoffe, dass sie wieder dazukommen. Man weiß es nie, was Giants immer so rausschmeißt vielleicht. Aber ich gehe mal schon davon aus, dass sie eigentlich wieder dabei sein müssten, die Geräte. Okay, dann haben wir Annaburger. Da haben wir, wie gesagt, den Anhänger und... Oh, warte mal. HTS22B.79 ist das Gerät, was wir hatten, richtig? Ja, genau, das ist der Auflieger, wo die Wechselbrücke drauf kann. Im Factsheet hat man noch den... Trailer, sag ich mal, für den Getreidecontainer. Und jetzt haben wir, wie ich es gehofft habe, noch ein Güllefass, und zwar das AW22.27. Ist, wie gesagt, ein Güllefass und kann 18.000 Liter fassen. Schätzungsweise ist es ein Transportfass nur. Vielleicht kann es auch ausbringen, ich weiß es nicht. Aber gut, haben wir schon mal Anhänger und wahrscheinlich Miststreuer, bloß ein Güllefass noch. Okay. Gut, coming soon kann jetzt halt einfach auch der Trailer sein, der noch fehlt. Sehen wir dann in den nächsten Wochen, was wir da noch so sehen dann. Was haben wir hier jetzt? Antonio Carajo. Ah. Das erste DLC vom 22er. Sind ja auch wieder dabei. Ach geil, das Tiger Car. Das Tiger Car ist halt... Ich habe es auf der Ehrengrad damals mal genutzt. Als Gimmick. Du fährst halt nur so 15 km/h oder was es sind. 30, oder doch 30, okay. Hat halt nur 19 PS. Also zwei, drei Paletten bekommst du transportiert oder so einen Ballen. Nur vielleicht solltest du das nicht gerade von einem Ende der Map ans andere Ende der Map fahren. Aber ja, für so Kleinigkeiten am Hof oder so ist das Ding geil. Ist einfach ein cooles Ding und kostet, glaube ich, nichts. Also was weiß ich, was das kostet, von mir aus 20.000. Ah, Shop-Kategorie Autos und Motorräder. Aha. Haben wir was ganz Neues mal. Gut, und halt den Mach 4R. Knicklenker war das, glaube ich. Kennen wir auch schon. Und kommen noch weitere Geräte. Dann haben wir Arcosin, den Multipack D14. Das ist der HD-Ballen-Sammelwagen, der ja im 22er dazu kam. Also das heißt, wir haben wieder HD-Ballen auf jeden Fall. Shop-Kategorie Transport finde ich interessant. Weil das war vorher alles Ballentechnik, richtig? Okay. Gut, Arcosin war, aber was hatten die noch gemacht? Sind es die, wo die großen Sammler auch gemacht haben? Das ist eine gute Frage, aber ja, den ganz großen Sammelwagen, den wir schon seit zig Jahren kennen und den dreistöckigen, den wir momentan auf der tiefen Bodenmap, also Zielonka, nutzen, bauen die auch. Wahrscheinlich sind die Geräte auch wieder dabei. Vielleicht auch was Neues, man weiß es nicht. Dann haben wir Bethner, Swift, das Swift hat
XE 18.400 Mega. Ist eine Scheibenegge. 580 PS, 18,4 Meter. Ist das eine gute Frage, ob man das Gerät schon kennt? Scheibenegge. Nein. Kennen wir nicht. Ja, vom Betner war bis jetzt nur ein Pflug dabei. Oder beziehungsweise ein Tiefenlockerer. Mit Düngefunktion. Also haben wir jetzt eine neue Scheibenegge. 18 Meter ist nicht schlecht. Dann haben wir vom Betner nochmal die Omega 00 oder OO 6000 FL. Die haben wir, glaube ich, auch fest schon gesehen, richtig? Das war dieses OO da. Genau, das ist eine Maschine mit 6 Meter Arbeitsbreite. Und es kommen noch weitere Geräte. Also wahrscheinlich Tiefenlockerer oder Kram. Mal sehen, was da noch so kommt. Freut mich. Dann haben wir Bergmann, den TSW 6240W. Ist ein Miststreuer mit 24 Meter Arbeitsbreite. Schätzungsweise dasselbe wie ein 22er. 25.000 Liter Kapazität. Und dann haben wir vom Bergmann den Shuttle 490S. Ist ein Ladewagen mit 49.500 Liter Kapazität und 300 PS benötigte Leistung. Sind aber, wie gesagt, dieselben Geräte, wie wir schon im 22er hatten. Im 22er hatte man noch die Überladewagen. Für, glaube ich, Zuckerrüben oder Kartoffeln, was noch war, das eine. Und halt normaler Überladewagen. Hoffen wir mal gerade für Kartoffeln, dass der wieder kommt. Oder Wurzelfrüchte, wie ich es jetzt mal nenne. Aber wir haben ja noch Coming Soon. Dann haben wir Brandner, den TR34.902 PT+. War, glaube ich, in dem Fechtsheet schon zu sehen. Mit konfigurierbarer Kapazität. Und es kommen noch weitere dazu, wahrscheinlich größere, kleinere Anhänger von Brandner. Ich weiß nicht, was sie sonst noch herstellen. Da legt man mal einen Zahn zu. Jetzt hier im April, Meier. Der 29 EFI. Das ist dieser Meer. War das nicht der, wo man konfigurieren konnte? Zu Schwada noch? 2,2 bis 4,2 Meter, genau. Der von dem letzten DLC, ziemlich so dieses High-End Forward DLC war das, glaube ich. Also das für die Berge halt. Da war das geile Gerät dabei. Wer es braucht. Schön, dass es dabei ist. Aber ja, wer es halt braucht, wie gesagt. Dann haben wir Case, den Steiger 715 Quadtrack. Hatte man auch schon als Factsheet. Laut meines Wissens. Ist ein sehr großer Reaktor. Dann haben wir den Case IH AF11. Hat man auch als Factsheet. Und natürlich den Modul Express 635 Baumwollernter. Und es kommen noch weitere Case, wahrscheinlich Traktoren dazu. Was aber eigentlich logisch ist, oder? Also Baumwolle haben auch wieder schön den Ernter dabei. Den wir schon seit dem 19er kennen. Sehr schön. Dann haben wir auf dem Glas den Drescher. Den Evion 450 hatten wir heute als Factsheet. Und da haben wir noch zwei Gewicht. Das war das W600. Das müsste ein komplett neues Gewicht sein, glaube ich. 600 Kilo ist jetzt auch nicht gerade die Welt. Und das W1800. Kennen wir aus dem 22er schon. Und kommen natürlich noch weitere Maschinen. Wie zum Beispiel ein Glas Xerion. Der ja auch schon lange bekannt ist eigentlich. So, dann haben wir von Dalbo den Powerchain. Ist, wie gesagt, eine Scheibenegge. Jetzt haben wir es hier nochmal bestätigt. Und es kommen noch weitere Geräte dazu, wie wahrscheinlich Grubber oder so. Oder Walzen waren, glaube ich, auch von denen. Also kriegen wir noch weitere Geräte. Dann haben wir von Deutz den 6C RV Shift. Traktor von letzter Woche müsste es sein. Und natürlich kommen noch weitere dazu. Wie wahrscheinlich 6R... Ich mach 6R, Alter. Series 7, Series 8, Series 9. Wird wahrscheinlich auch noch dazu kommen, hoffe ich mal. Vielleicht auch der Drescher. Wäre nicht schlecht. Dann haben wir von Farmtech den EDK 650. Hatte man auch, glaube ich, als Factsheet schon gehabt. Zumindest hatte man so irgendwas schon. Ja, und kommen noch weitere Anhänger dazu wahrscheinlich. Oder macht Farmtech noch irgendwas? Ich glaube nicht. Dann haben wir von Fendt den 500 Vario und den 700 Vario. 700 Vario hat mal ein Factsheet gehabt. 500 Vario hat 131 bis 171 PS und fährt 50 km/h. Ist noch das alte Modell. Ich weiß nicht, ob es von 500 Vario mittlerweile überhaupt schon ein neues Modell gibt. Weiß ich nicht. Aber zumindest haben wir noch einen Traktor dabei. Mit alter Schnauze, sage ich jetzt mal. Hat man überhaupt 500 Vario gehabt? Andere blöde Frage. Wir hatten einen 500 Favorit dabei gehabt im 22er, aber keinen 500 Vario. Okay. Interessant.
Und natürlich kommen noch weitere, wie wahrscheinlich auch der 1050 oder so. Dann haben wir Great Plains, die Solid Stand 1500. Hat er, meinte ich schon? Ich glaube nicht, gell? Aber ist halt eine Seemaschine. Kleine Seemaschine, 110 PS. 4,6 Meter. Und kann um die 1800 Liter Kapazität tanken. Ist wahrscheinlich konfigurierbar. Okay, und kommt noch nichts weiteres dazu. Aber ich glaube, von Great Plains hat man auch nichts weiteres gehabt, oder? Ich schätze mal nicht. Beziehungsweise Great Plains war standardmäßig im 22er gar nicht dabei. Okay. Dann haben wir eine Marke International. Aha, das ist der LKW, wo wir aus dem Gamescom-Trailer gesehen haben. Jetzt wissen wir auch endlich, welche Marke das ist. Und zwar International. Kenne ich absolut gar nicht. Schätzungsweise schon fast Oldtimer wahrscheinlich. Ist der Transstar 2 Eagle. Ist ein LKW, wer hätte es gedacht. Hat 400 PS und fährt 80 km/h. Wahrscheinlich würde ich Gangschaltung haben. Also Hand manuell. Ist ein geiler Traktor. Keiner LKW. Ich glaube, fürs Feld ist er nicht so ganz gedacht. Dafür sieht die Bereifung nicht ganz richtig aus. Dürfte, wie gesagt, der sein, den wir aus dem Trailer kennen. Und es kommen noch weitere. Anscheinend gibt es International aber auch gar nicht mehr als Marke. Weil man nicht auf die Seite kommt. Gute Frage. Aber wahrscheinlich kommen da noch 2-3 LKWs dazu. Dann haben wir Isaki, den TJW. Kennen wir auch schon aus den Factsheets. Und es kommen noch weitere dazu, weil ich glaube, 22 hat man auch ein paar gehabt. Laut meines Wissens. Dann kommen wir zu JCB. Ich bin in der Kategorie Übersicht, ja. Da haben wir den Radleiter, der 435S. Wo ich mich gefreut habe, dass der wieder dabei ist, weil der. Also, was heißt wieder? Ist wahrscheinlich ein neueres Modell als damals, aber. Er ist wieder dabei. Da hier aber kein Kommission steht, könnte man vermuten, das heißt nicht hundertprozentig, aber man könnte es vermuten, dass keine Traktoren dabei sind. Was ich sehr schade finde. Und auch kein Tedellader vor allem. Also die Fast Tracks sind raus. Und der Acre Pro Tedellader. Gut, für den Tedellader haben wir jetzt den Radlader halt dabei, aber gerade die Fast Track. Das ist jetzt das erste Mal, seit JCB dabei ist, dass kein Fast Track dabei ist. Und JCB ist halt die Marke, die 70 fahren kann. Was eigentlich sonst keine Marke großartig hinkriegt, okay. Wenn das so ist, finde ich das sehr, sehr schade. Abwarten, was die nächsten Wochen so bringt. Aber wenn kein Kamission dabei steht, dann kann man zumindest so sagen, 80% Wahrscheinlichkeit kommt da nichts mehr. Vielleicht wurde es auch vergessen, aber fände ich schade, wenn das so ist. Dann haben wir J&M. Ist auch der Überladewagen aus dem Gamescom-Trailer. Das ist der Extended Reach 1112. Überladewagen, Schubkategorie, okay. 300 PS. 39.600 bis 41.400 Liter Fassungsvolumen. Ist halt ein Überladewagen. Und wird nichts weiteres in Zukunft von J&M. Alles klar. Dann haben wir schon dir. Den 3650. Kennen wir aus dem Factsheet. Ist ein Gepäcktraktor. Dann haben wir den neuen R-Series. Ist ein Großtraktor. Der im 22er laut meines Wissens schon dabei war. Hat 484 bis 691 PS. 40 km/h ist halt Klicklenker, wo man meist für die amerikanischen Maps braucht. Und dann haben wir noch den S7 Mähdrescher mit einer Leistung von 547 bis 625 PS. 40 km/h, 14.100 Liter Fassungsvolumen und das Schneidwerk RD35F mit einer Arbeitsbreite von 10,7 Meter. Dürfte, laut meines Wissens, altbekannte Geräte sein? Nee, gar nicht mal. Nee. Dredger hat aber den T560 und den X9. Aber nicht den S7. Beziehungsweise Traktor hat immer den neuen RX-Series und nicht den neuen R-Series. Ist ein kleiner Unterschied. Also, neuer Dredger, neuer Traktor. Okay. Sieht man auch an der Schnauze ein bisschen, dass das Bild anders da. Oder? Bin ich da jetzt blöd? Nee, der neue RX hat einfach die Ketten und der neue R hat nicht. Oh, vielleicht kann man es konfigurieren. Oder der neue RX kommt noch extra dazu.
Seematte. Dann haben wir Junge Heinrich, den EFG 550, den Elektrogabelstapler, 57 PS, 17 km/h. Ich finde es nur schade, dass der andere Gabelstapler nicht dabei ist, der damals als Content-Update dazu kam, der fürs Lager und so. Ich habe ihn zwar nicht großartig genutzt, aber wenn man halt doch mal so ein Lager gehabt hätte, wäre das praktisch gewesen. Schade. Dann haben wir von Krampe die Halfpipe HP20. Ist es dieser Anhänger Mulde da, 12.000 Liter Fassungsvolumen und der Dolly. Und kommen noch weitere Anhänger dazu. Dann haben wir von Krone die Varipack. Kenne man schon aus Factsheets. Und wahrscheinlich kommen da noch ein paar Pressen dazu. Vielleicht kriegen wir endlich mal eine Ultima. Man weiß es ja nicht. Wäre schon geil. Dann haben wir von Load King die Renault Drop Deck Tieflader. Müsste, glaube ich, dasselbe sein wie im 22er. Und den Prestige Super B Anhänger, Auflieger mit 75.600 Liter Fassungsvolumen. Dürfte was Neues sein, beziehungsweise aus dem Games Controller bekannt sein. Und wir kriegen noch weitere, weil Load King macht, glaube ich, mehrere Dinge. Beziehungsweise, glaube ich, auch den Viehtransporter. Dann haben wir McDonald, den FD250 Flex Trapper mit 15,2 Meter. Ich glaube, McDonald hatte man gar nicht gehabt im 22er. Wir hatten Mac als LKW-Marke. Aber McDonald ist, glaube ich, eine komplett neue Marke, die ich noch gar nicht kenne. Schön, dass wir mal ein weiteres Getreideschneidwerk haben. Was dann wahrscheinlich flexibel für alle Drescher passt. Dann haben wir mal Sir Ferguson. Der MF9S, das dürfte der sein, den wir aus den ganzen Previews, sag ich mal, kennen. Hat 285 bis 425 PS und fährt 50 km/h. Und wir kriegen noch weitere dazu. Schicker Traktor von Sir Ferguson. Gucken, was noch alles kommt. Dann haben wir Merlo, die komplett neue Marke. Und zwar den MF44.9 CS170 CV-Tronic. Tittellader. Das ist der, wo die Kabine anheben kann. Nee, warte mal. Stopp. Das war ein anderer. Der Merlo dürfte der sein, der die Anbaugeräte anhängen kann. 170 PS. 40 km/h. Man kann schon ein bisschen was ziehen mit 170 PS. Finde ich nicht schlecht. Bin ich sehr gespannt, was noch. Dann haben wir Mzuri. Ist auch was komplett Neues, laut meines Wissens. Den ProTil 4T X-Zakt. Einzelkorn-Seetechnik. Okay. 200 PS braucht die, 4 Meter und 3400 Liter Saatgut kann die tanken. Ist halt eine neue Einzelkorn-Seemaschine. Sehr schön. Dann sind wir bei New Holland. Ganz wichtige Marke. Da haben wir den T7LWB PLMI. Ich glaube, PLMI ist, glaube ich, irgendwie das Benutzer-Interface und so. Also die. Ich sage jetzt bloß Navi und so. Das ganze System ist, glaube ich, PLMI. Ist ein mittelgroßer Traktor. Den haben wir auf der Gamescom auch schon gesehen. 224 bis 302 PS. Finde ich recht ordentlich. Ist ganz gut. 50 km/h. Ist mittlerweile eigentlich Standard bei den großen Traktoren. Und dann haben wir natürlich den schon sehr lange angekündigten CR11 Mähdrescher mit einer Leistung von 775 PS. 30 km/h kann der maximal, aber gut. Bei so einer großen Maschine braucht man nicht mehr. Und 20.000 Liter Fassungsvolumen gibt es ja beim Vorbestellerbonus als Plecketisch, glaube ich. Das ist ein besonderes Skin, sagen wir so. Dazu haben wir das FD250 Flex Trapper. Warte mal, apropos Flex Trapper. Ah, das ist dasselbe Schneidwerk. FD250 Flex Trapper. Da haben wir dasselbe. 15,2 Meter. Also, McDonald haben wir einmal. Als, das ist nicht McDonald, der Drescher? Der Kleine. Ja, der McDonald ist der, das Vorbesteller-Pack natürlich. Aber gut, dafür wird, glaube das Schneidwerk nicht ganz, oder? 15,2 Meter? Boah, gute Frage. Nee, gut, aber nicht Standard, nee, das McDonald-Pack ist ja extra. Aber gut, also zumindest haben wir dasselbe Schneidwerk nochmal. Anscheinend können die markenmäßig ein bisschen zusammen. Und wir haben von New Holland ein Gewicht. Auch noch nie gehabt hatten. Ein Tonnen gewischt. Interessant. Ist
schlicht und einfach und glotz halt. Gut, aber wir haben doch Coming Soon, das hört sich schon mal gut an. Viel Potenzial für Radlader, Telelader oder weitere Traktoren vor allem. Das freut mich sehr. Gut, dann haben wir Oxpo. Und mal den MKB4TR. Spinat, Erntetechnik. Den kennen wir, glaube ich, meines Wissens auch schon. Und den BP2140E für Buschbohnen, Erntetechnik. Kennen wir auch schon aus Factsheets von heute zwar. Erbsenernter fehlt, gell? Ja, Erbsen hat man letztens als Ding zwar gehabt, aber der Ernter wurde noch nicht vorgestellt. Der fehlt hier auf jeden Fall noch. Bin gespannt, ob die Selbstfahrer dazu kommen. Also Miststreuer und Güllefass. Gab's Güllefass? Also Miststreuer gab's auf jeden Fall Oxbow-mäßig. Das kam ja als Content-Update dazu. Bin ich mal gespannt. Genau, es war ein Güllefass, genau. Es war nur ein Güllefass, was dazu kam. Aber gut, wer braucht schon selbstfahrendes Güllefass? Keine Ahnung. Ich brauch's auf jeden Fall nicht. Dann haben wir Ropa. Sehr schön. Den Tiger 6S. Rübenernter. 768 PS. 40 km/h. 43.000 Liter Kapazität. An Zuckerrüben. Und dazu das RRXL 9X45. Rübenernter. Vorsatz 4 Meter Arbeitsbreite. Und natürlich den RRXL 9X45 Trailer. Ja. Rübenernter, das dürfte, denke ich mal, Tiger 6S dürfte laut meines Wissens dasselbe sein, den wir schon im Spiel mit drin haben. Tiger 6S, genau. Wunderschön. Hoffentlich kommt die Europa-Maus noch dazu. In der Warum-Maus. Mit der man halt alles mögliche aufsammeln kann. Ich habe es zwar im 22er nicht genutzt, aber haben ist besser als brauchen. Man weiß, gell? Man weiß nicht, was ich im 25er genau alles blade. Dann haben wir von Rottner den F20D. Ein Rückefahrzeug. Shopkategorie Rückefahrzeug. Okay, machen weitere Shopkategorien als nur Forst. 280 PS, 20 km/h. Das sind ja die Geräte, die im 19er kam, die als DLC sogar dazu schon, gell? Ich meine, ja. Warte. Boah, wir haben so viele DLCs in 22 gehabt. Ich würde behaupten 19er, aber ich weiß es nicht mehr. Aber das heißt, wir haben nur den Rückenwagen, also nicht den Ernter noch. Okay. Dann haben wir von Rudolf den DK280RP. Das war der, wo wir auf den grünen Bodenflächbildern vorhin gesehen haben. 18.500 Liter Kapazität. Anhänger kennen wir schon. Kommen noch weitere dazu. Dann haben wir von Salek den TB100. Ist eine Scheibenegge mit 1 Meter Arbeitsbreite. 12 PS Leistung. Wahrscheinlich wird die für Weintrauben und so gebraucht. Weil ich wollte gerade sagen, wer braucht 1 Meter Arbeitsbreite. Aber wahrscheinlich kommen wieder Oliven und Trauben dazu. Wo wir noch keinen Ernter bis jetzt gesehen haben davon, aber allgemein auch keine Bilder, aber Trauben und so sind ja dabei, deswegen. Weil ich glaube, nur Trauben sind dabei, gell? Oliven glaube ich nicht. Oh, gute Frage. Aber man kommt von Salek noch mehr. Salek dürfte, glaubt man, das Wissens aber auch eine neue Marke sein. Also sind wir gespannt, was da noch kommt. Dann haben wir Samas. KDF 341S, Mähtechnik, 110 PS, 3,4 Meter Arbeitsbreite. Und den Samas PB 890 Zeta, 8,9 Meter, 60 PS Leistung, Schiebeschild 3,2 Meter und den. Die Schneefräse bei Wintergerätschaften. Okay, kommt auch eine neue Kategorie. Sehr interessant. Und kommt auch noch mehr dazu. Gibt es da nicht noch mehr? Schwader und so, glaube ich, gibt es noch, gell? Schäfer haben wir einen Frontlader. Den 23E. 20 km/h. Fahrtgeschwindigkeit. Kennen wir, glaube ich, auch schon. Dann haben wir von Shootermaker. Den Rapid 580V. Ladewagen. 35.000 Liter Kapazität. Dürfte auch der bekannte sein, den wir schon kennen. Dann haben wir von Schwarzmüller. Nur den Lowloader 4A. Also nicht den Forstwagen. Gab es noch irgendwas beim Forst-DLC dazu? Schwarzmüller gab es auf jeden Fall den Tieflader und von welcher Marke war denn der ganz große Tieflader? War denn auch von Schwarzmüller? Abwarten, ob da noch irgendwie dazukommt vielleicht. Weil der war schon geil eigentlich. Dann haben wir Sinnebogen.
Das war, glaube ich, der Teleleiter, der die Kabine heben konnte, oder? Ich glaube schon. 340G ist ein Teleleiter. 40 km/h, 136 PS. Geiles Gerät. Kann man sich schön angucken. Dann haben wir SIP. Den Favorite 254 ist ein Schwader. Für die Berge. 2,5 Meter Arbeitsbreite. Bekommen halt dann, also wenn man halt in den Bergen so kleine Dinger mäht und so, ist das ganz gut. Dann haben wir von Stihl die MS-271 Kettensäge und die ganzen Sprühdosen. Also man kann wieder die ganzen Bäume markieren, sehr schön. Dann haben wir von Thunder Creek Equipment wieder unseren FST-990 Tankwagen, der uns Sprit liefern kann. Den haben wir ja auch schon seit dem 17er, glaube ich. Dann haben wir TMC Cancela. Ah, den THX 180, das ist der Mulcher für den Bagger. Das heißt, Bagger haben wir auf jeden Fall auch wieder. Wahrscheinlich ein Volvo wieder dabei. 1,8 Meter. Und den Mulcher für die große Fräse oder den Traktor eigentlich. Auch zum Fräsen. Und kommt noch mehr dazu. Sehr schön. Dann haben wir Valtra. Wahrscheinlich der S-Series. Das ist, glaube ich, der von der Gamescom gewesen sein. Großtraktor. 280 bis 420 PS, 50 km/h. Und natürlich kommen noch mehr Traktoren. Valtra hat ja einiges im Sortiment. Dann haben wir noch Zetor, den Crystal HD. 40 km/h, 171 PS. Zetor. War Zetor im 22er dabei überhaupt? Ja doch, groß vertreten sogar. Also brauchen wir uns da keine Gedanken machen. Dass da hoffentlich noch mehr kommen. Steht ja auch dabei. Und dann haben wir noch Zunaber. Den ULT 18 mit 15.000 Liter Kapazität. Und den ULT 24 mit 21.000 Liter Kapazität. Das sind die Güllefässer für den Transport. Kennen wir auch schon beide laut meines Wissens. Und kommen noch mehr. Wahrscheinlich Güllefässer zum Ausbringen. So. Das war jetzt erstmal die Geräteübersicht überhaupt. Ab nächster Woche dürfte das, denke ich mal, immer etwas weniger werden. Was mal, weil wir dann nur die neuen Geräte durchgehen. Aber nicht großartig so wie heute jetzt. Ich bin jetzt bei 50 Minuten. Gucken, wie ich sie gekürzt bekommen noch. Ein bisschen kann man rausschneiden zwischendurch. Mal gucken. Dann würde ich sagen, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt. Nächste Woche gibt es das neueste große News-Video. Wer auch immer sich 40 Minuten News-Video antut, aber mal sehen. Also, bis nächste Woche dann. Tschüss.